Hallo Leute, was geht und willkommen zum Update-Video mit der Nummer 71. Sollte das sein, war natürlich auch wieder hier unten eingeblendet gewesen. Ja, bleibt auch dran, denn heute gibt es wieder etwas Wichtiges wie im letzten Update-Video, also viel zu zeigen und zu sagen. Erstmal hier kurz, das ist eine kleine, beziehungsweise zwei kleine Bricklink-Order, die ihr auch hier im Hintergrund sieht. Seht, meine Güte, Deutsch. Einmal, die ich ganz gut gebrauchen kann, das sind einfach eine Standard. Diese komische Tüte. Das sind ganz standardmäßige Hinge-Teile. Diese, ja, kennt ihr alle, diese, die man halt so drehen kann und wo man dann halt zum Beispiel Rundung damit machen kann. Also die Platten halt. Dann waren relativ teuer sogar. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es nicht mehr so viele davon anscheinend auf Bricklink. Finde ich ein bisschen blöd, weil ich brauche die. Und aber das sind 70 Stück soweit. Ja, steht auch drauf, 70 Stück. Das reicht jetzt locker, weil jetzt die ich habe, sind wirklich aufgebraucht gewesen. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja einige Türme gebaut. Ja, also, ja. Einige Türme, sage ich mal. Und da habe ich eben wirklich ziemlich viel von denen verbraucht. Pro Turm, weiß ich nicht, vielleicht sowas wie 20, na, doch, 20, nee, sagen wir so, sowas wie 15 Stück oder so. Und ich hatte jetzt auch nicht mehr als 60 oder so. Von daher, und dann auch noch bei der Basis habe ich jetzt bis jetzt auch schon einige von denen gebraucht. Von daher hat sich das jetzt schon ziemlich, ja, sag ich mal so, zusammengerechnet, dessen musste ich welche nachbestellen. Dann hier einmal Vierer, auf die Basis gehe ich so gleich nochmal ein. Und dann nochmal einmal Sechser, also wirklich Sachen, die ich jetzt wirklich gerade dringend brauche für die Base. Denn ein paar Sachen fehlen noch, unter anderem, was mich heute extrem genervt hat, dass ich wirklich so dumm war und habe wirklich zu wenig von einmal zwei und einmal eins bestellt, einfach weil ich die ziemlich teuer fand. Und sie sind auch allgemein ziemlich teuer für meinen Geschmack. Deswegen habe ich halt nur 100 Stück jeweils bestellt und das reicht gerade locker nicht. Deswegen bin ich immer noch sozusagen im unteren Teil der Basis, was ich beziehungsweise am einen Teil der Basis, der jetzt noch nicht der wichtige Teil ist, sondern nur so ein Übergang. Und da ist wirklich das Problem, dass ich jetzt, da bin ich immer noch dran, seit einer Woche oder so. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich, keine Angst, ich habe ja schon im letzten Update-Video gesagt, ich habe in der Zwischenzeit jetzt wirklich, auch nochmal in den Tagen zum letzten Update-Video, ich weiß gar nicht, wann das letzte Update-Video draußen war, egal. Jedenfalls, ich habe wirklich ziemlich viel gebaut. Ich habe mittlerweile sie so schon, auch wenn ich jetzt die Basis noch gar nicht richtig, also diese Räume, wo jetzt die Sachen reinkommen, ich komme jetzt gleich dazu, die habe ich kontinuierlich anfangen. Dennoch habe ich jetzt bis jetzt wahrscheinlich, also ich habe jetzt schon einen Raum fertig, sicher. Da habe ich schon die Einrichtung sozusagen gebaut, da fehlt dann halt nur noch, ich muss halt gucken, wie ich die Basis, wie das alles, ich habe mir das alles jetzt im Kopf vorgestellt und ein bisschen auch aufgezeichnet. Heißt, die genaue Umsetzung jetzt im Lego-Maßstab ändert sich immer meistens noch etwas. Heißt, ich weiß nicht, ob ich vielleicht, ich peile mal an, in der in dem Basisteil, den ich noch bauen muss, dass ich da, ich habe jetzt, ich glaube, einen Raum, und dann, dass ich den Basisteil, den ich noch bauen werde, dass ich da noch drei oder vier Räume, wahrscheinlich werden es drei, können auch vier werden. Und da ist jetzt halt die Frage, ja, wie das alles wird. Dessen, wie gesagt, was jetzt halt noch fehlt bei dem einen Raum, den ich jetzt, wo ich die Einrichtung schon habe, die ich noch nicht zeige, da ist halt die Frage, dass ich nur noch dann die Sache, dass ich halt dann irgendwie sowas wie ein bisschen Verzierung an der Wand oder so mache. Je nachdem, wie gesagt, wie viel Wand überhaupt übrig bleibt der bei der Base, die ist wieder ein bisschen was anderes. Und deswegen, ja, ist das alles ein bisschen fummelig. Aber das kann man sich auch schlecht vorstellen. Zum Beispiel Betten habe ich deswegen auch noch nicht gebaut, weil ich einfach nicht weiß, wie viel Platz ich haben werde, was, wie und wo, sage ich mal. Deswegen habe ich halt eher so Sachen gebaut, die man so, ja, auch verschieben kann sozusagen, also die sozusagen im Raum einfach lose stehen. Genauso wie zum Beispiel für den standardmäßigen Computerraum, also wo halt, ja, das Terminal, wie auf so einem Sternkreuzer, wo halt immer alle Leute sitzen und an ihren Computern rumspielen. Das habe ich auch schon. Da habe ich jetzt, wie gesagt, habe ich einen Holotisch gebaut bis jetzt und noch so eine Computerstation, die ich auch vervielfältigen werde, also drei, vier Mal. Heißt, der Raum ist wahrscheinlich auch fast fertig eigentlich, weil die Computerstation ist ziemlich cool und die zeige ich vielleicht auch noch. Wie gesagt, die kann ich einfach vervielfältigen, das sieht wirklich richtig geil aus. Und dann noch für einen anderen Raum habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nichts. Egal. Jedenfalls, ja, und was jetzt halt auch noch fehlt, ist noch eine Brücke zwischen den beiden Türmen. Ich zeige erstmal noch kurz, was ich hier bestellt habe, bevor ich jetzt hier in Schwabel komme. Ein paar Grasteile, ein paar Druidenarme und noch ein paar blaue Lichtschwerter und einmal noch ein paar, das ist so Mace Window lila, ne? Also jetzt eigentlich nicht pink, sieht aber aus wie pink, ich weiß. Gut, ich würde sagen, dann gehe ich mal kurz zum Lego rüber und löse auch nochmal das auf, was jetzt ihr wissen wolltet, also was ich jetzt als Frage gestellt habe sozusagen im letzten Video, Update,
Das erstmal ist eine Brücke, die ich sozusagen auch nochmal bauen muss. Die verbindet dann eben immer zwei Türme. Die ist jetzt gerade ein bisschen kaputt, wie gesagt, die wird dann so aussehen. Ist nicht, wie gesagt, die Türme natürlich, ihr kennt es ja, Türme sind nie so riesig. Und dieses Mal werden sie auch nicht so riesig, also von der Breite her. Und da ist immer das Problem, deswegen ist die Brücke, ihr seht, ziemlich schmal. Sieht aber trotzdem ziemlich geil aus, weil allgemein beim Turm war es ziemlich schwer, so eine Art Brücke zu bauen. Denn, ja, weil der Turm ja von der Größe her ist der nicht besonders groß. Ich kann euch mal sozusagen hier das Dach des Turms zeigen. Hier, das hat den Ausmaß. Und da seht ihr halt schon mal, das ist jetzt nicht besonders groß. Ich lege es mal wieder zurück, zack. So, und ja, wie gesagt, das ist halt das Problem hier. Deswegen ist die Brücke halt so eng, aber die sieht schon dann immer noch im Bock ziemlich geil aus. Was ich auch noch gebaut habe, was ich ganz vergessen habe, 4 Bäume in der Zwischenzeit bis jetzt. Es werden wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Vielleicht noch ein 5., aber das ist jetzt nicht so hier das Drama. Zudem natürlich noch die Begrünung. Begrünung brauche ich, muss ich nur meinen Lego-Store latschen. Leider, weil mir einfach auch die Begrünung ausgegangen ist. Und deswegen konnte ich jetzt in der Base, also konnte ich jetzt halt einen Teil des Mocks noch nicht vollständig begrünen. Der größte Teil ist bis jetzt aber schon begrünt, also ist nur noch ein kleiner Teil. Trotzdem hätte ich das gerne gemacht in der Zwischenzeit eben auch, wo ich jetzt nicht bauen konnte, also an der Basis weiter, sondern eben nur so kleine Sachen wie halt Innenraumzeugs und so. Was ich so ein bisschen blöd war halt, wie gesagt, es ist schwer, sich das alles vorzustellen, ohne dass man überhaupt die Basis vor sich hat und überhaupt irgendwie vor sich hat, wie man es eigentlich hat, sozusagen in echt, damit ich eben auch planen kann, wie, wo, was, aber ich denke mal, das geht trotzdem ganz gut. Wie gesagt, mir fehlen halt jetzt noch einmal 2er und wie gesagt, sage ich ständig, ich weiß, dann noch kurz hier, na, es ist jetzt gerade im Hangar drin, deswegen mache ich das mal nicht ab, aber das, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, als dieses kleine Ding da, was viele Leute für einen Druiden gehalten haben, das ist eine Tankstation. Es haben auch einige richtig geraten, Glückwunsch an euch. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, es hat irgendwann zuerst geschrieben, tut mir leid, aber ich habe auch eigentlich nicht gemerkt, deswegen wie gesagt, sorry. Aber es hat jemand zuerst festgestellt, wie gesagt, haben auch viele Leute sind noch drauf gekommen, es war eine Tankstation. Und ja, wie gesagt, oh Gott, ich sag schlecht, wie gesagt, meine Güte. Ja, also, es war eine Tankstation, kein Droide, keine Bombe. Ja, ich habe auch versucht, so ein bisschen darauf hinzuleiten, indem ich gesagt habe, diese Teile da an der Seite lassen sich bewegen, etc. Ich denke mal, das ist vielen eingefallen, habe ich auch in den Kommentaren gesehen. Gut, heute habe ich leider kein Rätsel für euch, denn ich habe eigentlich wieder so ein Teil hier gerade, was sein kann. Der Rest ist eigentlich ziemlich klar, würde ich sagen. Und mich hat auch gefreut, dass relativ viele Leute herausgefunden haben, was es ist. Denn das zeigt mir eigentlich schon, dass das jetzt auch jetzt nicht zu abstrakt ist. Ja, ich konnte jetzt leider nicht alles zeigen, was ich eigentlich hätte zeigen wollen. Das verschiebe ich dann aufs nächste Update-Video. Das kommt dann vielleicht so in 3 Tagen oder so. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.